In Niederösterreich blüht die vielfältige Kulturszene. Es pulsiert das Kulturleben. Heute Abend stehen hervorragende Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt, die mit ihrer Kreativität und ihrem künstlerischen Schaffen das Land Niederösterreich prägen. Markus und ich, wir freuen uns sehr, dass wir diesen Abend gemeinsam mit Ihnen gestalten dürfen. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur 59. Niederösterreichischen Kulturpreisgala. Wir erleben heute einen Abend, an dem wir die niederösterreichische Kulturszene und ihre vielseitigen Kulturschaffenden hochleben lassen wollen. Ja, und welcher Rahmen würde sich hierfür festlicher eignen als das Festspielhaus in St. Pölten? Bevor wir jetzt aber die niederösterreichischen Kulturschaffenden feiern, begrüßen wir die Gastgeberin des heutigen Abends. Guten Abend, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ebenso herzlich begrüßen wir den Präsidenten des Bundesrates, Karl Bader. Ein herzliches Willkommen an Diözesanbischof Alois Schwarz. Wir freuen uns auch, die dritte Präsidentin des Niederösterreichischen Landtages, Karin Renner, willkommen zu heißen. Wir begrüßen unseren Gastredner des heutigen Abends, Nikolaus Habjan. Zu uns gefunden haben auch die Sponsoren und Medienpartner. Für die Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien in Vertretung für Präsident Obmann Erwin Hammerseder Martin Hauer. Für die Novomatic AG in Vertretung von Vorstandsvorsitzendem Harald Neumann Stefan Krenn. Für die niederösterreichischen Nachrichten Geschäftsführer Friedrich Dungl. Für das ORF Landesstudio Niederösterreich in Vertretung von Landesdirektor Norbert Gollinger Karl Trabüchler. Wir begrüßen sehr herzlich die Mandatarinnen und Mandatare zu den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes und des Landes im und außer Dienst. Wir freuen uns über die Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, der hohen Beamtenschaft, der öffentlichen Sicherheit und der Medien. Schön, dass Sie da sind. Wir begrüßen ebenfalls die Mitglieder des Niederösterreichischen Kultursenats und mit ihnen die Vertreterinnen und Vertreter aller Kultureinrichtungen. Die Niederösterreichischen Kulturpreise werden heute ja bereits zum 59. Mal verliehen. Mehr als 1000 Personen sind bisher ausgezeichnet worden. Das Ganze wäre natürlich ohne Fachjury gar nicht möglich. Deshalb ein ganz herzliches Willkommen auch an die Expertinnen und Experten der Jury. Und ein besonderer Willkommensgruß gilt natürlich allen Preisträgerinnen und Preisträgern des heutigen Abends und Ihnen, sehr geehrtes Publikum. Caroline, was erwartet uns heute Abend? Heute Abend werden in 8 Kategorien Preise vergeben. Es gibt jeweils 2 Anerkennungspreise und einen Würdigungspreis. Für die Anerkennungspreise können sich die niederösterreichischen Kulturschaffenden per Einreichung bewerben. Für die Würdigungspreise wird man nominiert. In beiden Fällen entscheidet aber die Fachjury. Von jeher ist Niederösterreich ein Land, in dem die Kultur einen sehr hohen Stellenwert hat. Nur so kann Kunst lebendig sein und die Künstlerinnen und Künstler sich kreativ entfalten. Ja, und dass die Kulturszene so lebendig gelebt und durchaus auch ausgelebt werden kann, dafür ist die Gastgeberin des heutigen Abends verantwortlich. Wir bitten nun Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu uns auf die Bühne. Dankeschön, ebenso. Sehr geehrte Landeshauptfrau,
Der Literaturnobelpreis sorgte mit einem österreichischen Autor in den internationalen Schlagzeilen für Aufsehen. Im Oktober bot die Staatsoper in Wien den Rahmen für den Europäischen Kulturpreis. Heute Abend sind wir in Niederösterreich in St. Pölten im Festspielhaus und vergeben erneut die niederösterreichischen Kulturpreise. Wie wichtig sind Kulturpreise für ein Land? Ja, spannende Ereignisse in der Kulturszene, vom Nobelpreis über den Europäischen Kulturpreis in der Staatsoper bis hin zum Kulturpreis hier bei uns in Niederösterreich. Und all diese Ereignisse haben eines gemeinsam, nämlich das Scheinwerferlicht ist auf unsere Künstlerinnen und Künstler gerichtet. Und da wollen wir natürlich heute auch Danke sagen. Danke an die Kulturschaffenden. Danke, was Sie im Bereich der Kultur leisten. Und es ist uns einfach wert und wichtig. Und da sind wir schon auch stolz, dass wir Vorreiter sind im Bereich der Kulturpreisverleihung. Niederösterreich ist nach der Bundeshauptstadt Wien das erste Bundesland gewesen, das hier begonnen hat, Kulturpreise zu verleihen, bereits im Jahr 1960. Und somit ist es gelungen, bisher über 1100 Kulturpreise zu verleihen. Und dieser Abend in diesem wunderbaren Rahmen soll einfach Wertschätzung sein für Ihre Leistung, Wertschätzung und Respekt gegenüber unseren Künstlerinnen und Künstlern. Und ich finde es einfach schön, dass Sie da sind und vor allem schön, dass es Sie gibt. Vielen Dank. Jetzt war 2019 ein ereignisreiches Jahr für die Kultur im Gesamten. Auf welche Highlights kann Niederösterreich im Besonderen zurückblicken? Ja, das Jahr 2019 war unglaublich spannend und bleibt auch spannend. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass es uns doch gelungen ist, viele Meilensteine auch zu setzen. Denke hier an die Landesgalerie in Krems, die wir im Mai erst eröffnet haben. Und diese Landesgalerie ist ja an sich von der Architektur her schon ein unglaublich tolles Kunstwerk, das die beiden Brüder Mate und Mati geschaffen haben. Ein Kunstwerk, wo natürlich Platz und Raum geschaffen worden ist, um eben Künstlerinnen und Künstlern national und international auch Platz und Raum zu geben, um ihnen hier auch eine Bühne zu bieten. Und auf das sind wir schon sehr stolz. Ein ganz anderes Highlight natürlich auch das Museum in Gugging, eines meiner Lieblingsmuseen, Art Brüt, wo es uns gelungen ist, nach langer Zeit endlich wieder die Renovierung fertigzustellen. Und mit dieser Renovierung haben wir gleichzeitig auch eine unglaublich tolle Ausstellung eröffnet vom Sammler Prinzhorn, wo nationale und internationale Art Brüt-Künstler im Mittelpunkt stehen. Oder wenn ich denke an Grafeneck, eine Erfolgsgeschichte, die wir heuer fortsetzen konnten, wo wir bereits das Programm für nächstes Jahr präsentieren durften, nämlich 250 Jahre Beethoven, nächstes Jahr das große Beethoven-Jahr. Und nicht zu vergessen, ich komme gerade aus Wiener Neustadt, sprudelt so, ja. Wiener Neustadt, die großartige Landesausstellung bis Sonntag. Wer noch nicht dort war, möge die Chance nutzen. Bis Sonntagabend sind die Pforten offen. Das Motto ist die Welt in Bewegung, also unglaubliche Erfolgsgeschichte. Auch das heißt ein Highlight nach dem anderen, wo wir schon unglaublich stolz darauf sind. Und wir feiern natürlich auch heuer 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs. Und ich erwähne das deswegen, weil gerade dieses Jubiläum auch immer wieder ein schöner Anlass ist, um zurückzublicken, was ist eigentlich mit dieser Region Niederösterreich in den letzten 30 Jahren passiert. Und da können wir mit Stolz sagen, ja, es ist gelungen, dass sich Niederösterreich von einer benachteiligten Region zu einer wirklich prosperierenden Region entwickeln konnte, wo es gelungen ist, Niederösterreich als Wirtschaftsstandort, Wissenschaftsstandort, aber vor allem auch als Kulturland zu präsentieren, als Kulturland, das vor allem national und international Anerkennung gefunden hat. Und all das war nur möglich, Erfolgsgeschichte im Bereich der Kultur zu schreiben, weil Sie diese Geschichte auch geschrieben haben. Und da kann man einfach nur Danke sagen allen Künstlerinnen und Künstlern. Dankeschön. Als Schauspieler erlebe ich, wie groß der Rückhalt der niederösterreichischen Kulturpolitik für mich und viele Kolleginnen und Kollegen ist. Welchen Stellenwert haben zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler für Niederösterreich?
Einen ganz, ganz großen. Zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler haben bei uns in Niederösterreich einen ganz, ganz hohen Stellenwert und das wird auch immer wieder untermauert und unterstrichen mit unseren Einrichtungen und mit unseren Ausstellungshäusern. Ich denke hier an die Kunstmeile in Krems, denke aber vor allem auch eben an die Landesgalerie oder auch an den Kunstraum im Palais Niederösterreich, aber selbstverständlich auch an die monographischen Museen, an das Nitsch-Museum in Mistelbach und an das Forum Frohna oder auch an das Rainer-Museum in Baden, wo wir diese Woche erst den 90. Geburtstag von Arnulf Rainer vorfeiern durften. Also ich glaube, das unterstreicht, dass uns zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler ganz, ganz wichtig sind. Und wir sind schon stolz, dass wir sie haben, denn gerade diese Kunst macht offen für Neues, legt vor allem auch die Basis für Innovation und vor allem auch für Kreativität und regt uns natürlich auch an, über gesellschaftskritische Themen nachzudenken und zu diskutieren. Also ich glaube, diese zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler, die können was und wir sind auch stolz, dass wir sie haben. Und ich glaube, Arnulf Rainer, der vor allem auch im Baden geboren wurde, der immer wieder einen Nahbezug zu Niederösterreich hat, ein Künstler von Welt und auf das sind wir schon ganz, ganz stolz und wir gratulieren ihm von dieser Stelle auch Happy Birthday Arnulf Rainer zum 90. Geburtstag. Jetzt war die Liste der Highlights in der Vergangenheit ja schon sehr lang, aber Niederösterreich hat auch in Zukunft noch Großes vor. In wenigen Tagen wird entschieden, ob St. Pölten die Kulturhauptstadt 2024 wird. Worin liegt für Sie das ganz besonders große Potenzial der Stadt und dieser Region? Ja, wir sind auf alle Fälle schon unglaublich gespannt und sind natürlich schon etwas nervös, denn Anfang nächster Woche gibt es die Entscheidung. Am Dienstag wird die Entscheidung bekannt gegeben. Aber ich glaube, diese Bewerbung an sich, diese Bewerbung alleine hat schon unglaublich viel Dynamik ausgelöst hier in der Stadt und in der gesamten Region. Die Region ist zusammengewachsen und das Schöne ist, dass diese Bewerbung auch aus den Reihen der Bevölkerung kommt. Und wir wollen natürlich all das, was wir haben, in den Mittelpunkt stellen, haben ein unglaublich tolles Programm schon vorbereitet. Also ich glaube, diese europäische Kulturhauptstadt kann etwas und wir haben ja auch einiges herzuzeigen, wenn ich an das Festspielhaus denke, wenn ich an den Kulturbezirk denke, an das Landestheater, an die Landesgalerie, generell an unsere Klöster und unsere Stifte, Stift Göttweg, Stift Melk, all das ist eine unglaubliche Kultur und das lässt einfach einen unglaublichen Spannungsbogen erwarten und ich freue mich einfach, das heißt, wenn Sie einfach bis Dienstag, bis zur Verkündung dieses Ergebnisses die Daumen halten, dann hilft uns das, also es hängt von Ihnen ab, bitte Daumen halten. Also jetzt alle. Ist schon schön, wenn man die Verantwortung abgeben kann. Vielen Dank, Frau Landeshauptfrau. Wir sehen uns in Kürze wieder, wenn wir dann die ersten Preise vergeben. Ich nehme Ihnen das ab in der Zwischenzeit. Nein, ich freue mich. Unglaublich charmante Moderatoren und ein unglaublich hübsches Kleid. Dankeschön. Dankeschön. Danke sehr. Wir haben es soeben von Landeshauptfrau Jana Mikl-Leitner gehört. Vor 30 Jahren fiel der eiserne Vorhang. Start für ein neues Kapitel europäischer Geschichte. Start für einen grenzüberschreitenden Dialog mit den Nachbarländern, wie er im heurigen Gedenkjahr auf niederösterreichische Initiative in der Kunstfabrik Groß-Sickartz erfolgt ist. Start, um die neue Landesgalerie als Ort der Begegnung zu erleben. Ja, ein wirklich spannender Einblick in die gelebte Praxis eines offenen Europas und wir freuen uns sehr, Zdenka Verešová, David Barton gemeinsam mit Projektinitiator Günter Gross in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie da sind.
Der Film zeigt, dass Kunst eine universelle Sprache ist. Ja, und bildende Kunst ist die erste Kategorie des heutigen Abends. Hier die Preisträgerinnen. Wir bitten nun Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner wieder zu uns auf die Bühne. Sehr geehrte Landeshauptfrau, lieber Markus, sind wir alle bereit? Dann starten wir gemeinsam mit der Verleihung der Niederösterreichischen Kulturpreise 2019. Wir bitten die erste Anerkennungspreisträgerin in der Kategorie Bildende Kunst zu uns auf die Bühne. Christa Biedermann. Der zweite Anerkennungspreis in dieser Kategorie geht an Katrin Bold. Nun kommen wir zum ersten Würdigungspreis, den wir heute Abend vergeben dürfen. An eine Künstlerin, die mit ihren aufsehenerregenden Arbeiten immer ihrer Zeit voraus war und ist. Wir freuen uns auf Margot Pilz. Ich darf mich ganz kurz dazwischen. Ich habe nämlich eine Frage. Wir gratulieren Ihnen. Wollen Sie was? Bevor die Frage kommt. Hat man keine Chance. Ich verneige mich vor dieser großartigen Künstlerin und ich habe gefragt, ob ich es verraten darf, weil sie so ein tolles Vorbild ist, nicht nur in der Kunst, sondern auch was das Thema Frauen betrifft und was ihr Alter betrifft. Sie werden es nicht glauben. Sie ist 83. Gratulation! Ich komme mal lieber auf diese Seite. Frau Pilz, ich gratuliere Ihnen sehr zu Ihrer Auszeichnung. Wenn ich eine Frage mir erlauben dürfte. Viele Ihrer Werke waren ja Ihrer Zeit voraus und sind es bis heute. Wenn man an Ihren aufgrund ihrer feministischen und gesellschaftlichen und ökologischen Ansatzes daran denkt. Eine Frage, welche Themen liegen Ihnen heute noch am Herzen? Alle diese Themen. Und jetzt bin ich natürlich beim Alter. Und Sie haben eh die zwei letzten Bilder gesehen im Video. Ich setze mich seit über 10 Jahren mit dem Alter auseinander und da waren zwei Fotos von dieser Serie. Also das ist jetzt. Und die Skulpturen, die Sie gesehen haben, wie ich gearbeitet habe. Die Skulpturen sind aus Keramik. Also das ist es. Vielen Dank. Dankeschön. Applaus
Ganz herzliche Gratulation nochmals. Wir bitten die Preisträgerinnen wieder, ihre Plätze einzunehmen. Herzlichen Dank. Die erste Hüle wurde soeben in Empfang genommen, aber die Hüle selbst ist ebenfalls ein Kunstwerk, ein Unikat. Sorgfältig von der Hornmanufaktur produziert und von der niederösterreichischen Künstlerin Judith Fegerl gestaltet. Ja, und die Künstlerin hat ganz bewusst das Material Horn gewählt, weil es Individualität ausdrückt. Genauso wie die vielfältigen Kulturschaffenden, die heute Abend ausgezeichnet werden. Und heute Abend warten noch einige Trophäen auf ihre Preisträgerinnen und Preisträger. Deshalb widmen wir uns jetzt auch schon gleich der nächsten Kategorie, Literatur. Am Anfang gibt es ein leeres Blatt, das gefüllt werden möchte, mit Textzeilen, mit Geschichten, mit Figuren, die zum Leben erweckt werden wollen, mit Monologen, Dialogen, Begegnungen, mit Geschichten, die erzählt werden wollen. Und die niederösterreichische Literaturlandschaft bietet Ort, Platz und auch Raum, um viele dieser Geschichten zu erzählen. Ob das Hans-Weigel-Nachwuchsstipendium, das Peter-Turini-Stipendium oder der Theodor-Grammer-Preis, das sind nur drei von Literaturstipendien und Literaturpreisen, die das Land Niederösterreich vergibt. Mehr als 130 Bücher sind allein im landeseigenen Verlag Literaturedition Niederösterreich in den letzten Jahrzehnten erschienen, mit dem Ziel zum einen, den literarischen Nachwuchs zu fördern und zum anderen aber bereits arrivierten Künstlerinnen und Künstlern einen Platz zu bieten. Freuen wir uns nun auf die Preisträgerinnen und Preisträger in der Kategorie Literatur. Wir bitten den ersten Anerkennungspreisträger in dieser Kategorie auf die Bühne, Xaver Bayer. Der zweite Anerkennungspreis in der Kategorie Literatur geht an Maria Seisenbacher. Der Würdigungspreis 2019 in dieser Kategorie geht an einen Künstler, der ein großer Impulsgeber am Gebiet der Literatur weit auch über die Grenzen Niederösterreichs hinaus ist. Wir freuen uns auf Walter Grond. Ganz herzliche Gratulation. Zum Preis und auch zur Hüle. Sie sind jemand, der über sein eigenes literarisches Schaffen hinaus auch in Sachen Europa sehr aktiv ist. Warum ist Ihnen das als Schriftsteller wichtig? Naja, Schreiben war für mich immer verbunden mit künstlerischer, aber auch mit gesellschaftlicher Haltung. Und schon lang bewegt mich diese europäische Idee als die, wie ich finde, wichtigste soziale Friedenssuche unserer Gegenwart. Und ich freue mich, dass ich jetzt fast schon 20 Jahre da einige
europäische Projekte mitinitiieren durfte, dass ich sie auch hier jetzt in Niederösterreich verwirklichen und daran mitarbeiten darf. Literatur aus Europa, die ELLIUP europäischen Literaturbegegnungen, die europäischen Literaturtage, die in 2 Wochen wieder stattfinden. Und ich habe dabei eine wesentliche Sache gelernt. Europäisch handeln ist oft mühsam, anstrengend, nicht selten frustrierend. Aber wenn man lernt, das Trennende nicht in den Mittelpunkt zu stellen, sondern sich aufmacht, das Gemeinsame in Europa zu suchen, dann ist das schön und gut und äußerst friedvoll und großartig. Vielen Dank. Ganz herzliche Gratulation an alle Preisträgerinnen und Preisträger. Wir dürfen Sie bitten, Ihre Plätze wieder einzunehmen. Sag Markus, was verbindet dich eigentlich mit Niederösterreich? Mich mit Niederösterreich? Eigentlich sehr viel. Aber mir ganz wichtig, mein allererstes Theaterengagement war in Niederösterreich, nämlich bei den Wachau-Festspielen in Weißenkirchen. Da war ich dann gleich 4 Jahre engagiert und dieses Jahr durfte ich in Sitzenberg bei den Schlossfestspielen auch im Sommer mitwirken. Was verbindet dich mit Niederösterreich? Das vielfältige kulturelle Angebot, die spannende Landschaft und nicht zuletzt der Wein. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bevor wir aber auf die Preisträgerinnen und Preisträger des heutigen Abends anstoßen dürfen, freuen wir uns auf die nächsten Kategorien. Menschen einen Zugang zu lebenslangem Lernen zu ermöglichen. Das ist die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Bei den diesjährigen Preisträgern und Preisträgerinnen geht es dabei ganz stark um das eigene Lebensumfeld und dessen Geschichte. Nun sehen wir die Preisträgerinnen und Preisträger in dieser Kategorie. Der erste Anerkennungspreis geht an Rugos. Wir dürfen Johann Böhm und Alois Huber zu uns auf die Bühne bitten. Nun dürfen wir uns mit den zweiten Anerkennungspreisträgerinnen in dieser Kategorie freuen. Theresa Teufel und Hanna Zinnecker. Er ist wohl der profundeste Kenner der Kulturgeschichte des Mostviertels und ein wahrer vierkanter Experte. Wir freuen uns auf den Würdigungspreisträger in dieser Kategorie, Heimo Czerny.
Herr Czerny, herzliche Gratulation zu Ihrer Hüle. Gestatten Sie mir eine Frage. Sie gelten als der Spezialist des Mostviertels. Was fasziniert Sie an bäuerlicher Architektur? Ja, ich habe das Glück gehabt, als Kind mit meinen Großeltern schon bei Mostviertel-Wandertagen in diesen kolossalen Gebäuden einzukehren. Und es hat mich sehr berührt, noch immer, dass ich dann in meiner Pension hergegangen bin und das wissenschaftlich nachgeholt habe, was ich als junger Mensch natürlich nicht ahnen konnte, was da drinnen steckt. Und wir wissen heute, dass der Vierkanter in der Architektur in Niederösterreich also ein Highlight ist, landschaftsprägend geworden ist und das eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert, als die Bauern begonnen haben, ihr Selbstbewusstsein zu demonstrieren und aus dem Zweckbau dann einen Prestigebau gemacht haben. Und man nennt die Vierkanter ja bis heute nicht zu Unrecht die Burgen des Mostadels. Und faszinierend und berührend für mich ist, dass trotz Abschaffung des Adels man heute in manchen Vierkantern noch echte Mostbarone, Mostprinzessinnen und sogar Mostköniginnen findet. Das finde ich faszinierend. Vielen Dank, danke schön. Danke. Nochmals herzliche Gratulation. Wir bitten nun alle wieder, ihre Plätze einzunehmen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich Herrn Czerny so zuhöre, es ist schon ein Traum, so einen Vierkanthof in Mostviertel zu besitzen. Ist auch dein Traum, ja, oder? Ja, es ist mein Traum. Möchtest du Mostkönig werden? Ja, und du die Prinzessin. Ja, dann komme ich dich besuchen. Ja, sehr gerne. Markus, nachdem wir wissen, dass du ja einige Bretter, die die Welt bedeuten, hier in Niederösterreich schon erobern durftest, wird die nächste Kategorie bei dir ganz besonderen Anklang finden. Darstellende Kunst. Sehr geehrte Landeshauptfrau, liebe Caroline, diese Kategorie ist natürlich ganz nach meinem Geschmack. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Was wäre ich ohne einem Theater? Mhm. Vermutlich ohne Arbeit als Schauspieler? Ja, das stimmt. Gott sei Dank nicht. Und dank Niederösterreich geht es überhaupt sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern, Schauspielerinnen, Schauspielern, allen, die auf oder hinter der Bühne steht, sehr gut. Wenn wir nur an die vielen Orte denken, auch im Sommer, die ganzen Plätze, diese schönen Sommertheaterfestivals, diese ganzen Regionen in Niederösterreich, da geht es uns eigentlich sehr, sehr gut. Auch wenn der Sommer jetzt schon einige Monate her ist, wir merken es richtig, Markus kommt richtig gehend ins Schwärmen. Ich kann mir vorstellen, auch für Sie war der Sommer eine intensive Theaterzeit. Welche Highlights bringen Sie heute noch ins Schwärmen? Also lieber Markus, auch ihr macht uns viel Freude, die Künstlerinnen und Künstler, denn ohne euch gäbe es dieses Sommerfestival nicht, gäbe es nicht den Theatersommer bei uns in Niederösterreich. Und ich habe immer wieder eine Freude, weil dadurch ganz Niederösterreich zur Bühne wird und eigentlich so viel geboten wird, dass es mir nicht vergönnt ist, überall mit dabei sein zu dürfen. Aber ich war an den verschiedensten Orten und überall war es immer wieder ein Erlebnis, sei es eben in Melk oder sei es in Amstetten, wo es jedes Jahr Musical gibt, wo heuer die Rocky Horror Picture Show zu sehen war und auch zu hören. Ich habe jetzt noch die Ohrwürmer im Ohr. Oder wenn ich an Boisbrunn denke, wo ich mit meiner 14-jährigen Tochter und vor allem auch drei meiner Patenkinder war, wo es eben Kindertheater gibt, das Dschungelbuch. Und es war einfach sensationell, es war toll und gerade das Kindertheater ist mir unglaublich wichtig, um die Kleinen und Kleinsten auch an Kunst heranzuführen. Also unglaublich viele Highlights, die einfach ohne euch nicht möglich wären. Und da kann man euch einfach ein Danke sagen und ich glaube für euch, also die Bühne sind die Welt und ihr seid für uns auch die Welt. Wir sagen einfach Danke und ich glaube, ich habe schon viele gesehen, die auch tolle Stammgäste sind, nicht nur als Künstlerinnen und Künstler, sondern auch als Gäste. Und da können wir einfach allen Danke sagen und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, auf euch. In diesem Sinne
sage ich einfach, Bühne frei für die nächste Kategorie darstellende Kunst. Der erste Anerkennungspreis in dieser Kategorie geht an Lastkrafttheater. Wir bitten Max Meyerhofer und David Schiffer zu uns auf die Bühne. Wir freuen uns auf die zweite Anerkennungspreisträgerin in dieser Kategorie, die Regisseurin Christina Gegenbauer. Der Würdigungspreis 2019 in dieser Kategorie geht an Josef Harder. Der Künstler, der Preisträger selbst, kann heute Abend leider nicht dabei sein, hat aber seine Hülle schon von Frau Landeshauptfrau bekommen und wir können jetzt gemeinsam mit den Anerkennungspreisträgerinnen und Preisträgern an seiner Videobotschaft teilhaben. Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, liebe Jury, sehr geehrte Damen und Herren, als erstes muss ich mich entschuldigen, dass ich heute an dem 8. November nicht da sein kann. Es liegt an einem Termin in Deutschland, der vor einem Jahr schon ausgemacht worden ist und den ich irgendwie beim besten Willen nicht absagen habe können. Ich bin noch nicht rausgekommen. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht da bin. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken beim Land Niederösterreich und bei der Jury für den Preis und ich bin stolz drauf, weil ich in Niederösterreich aufgewachsen bin und geprägt wurde in den ersten 20 Jahren meines Lebens, die ja die wichtigsten sind für einen Menschen. Zuerst in Nöchling oberhalb der Donau und dann in Melk an der Donau. Die Donau ist seit vielen Jahrtausenden die große Autobahn, wo Menschen, Waren, aber auch neue Ideen transportiert worden sind und die Menschen an der Donau sind Menschen, die offen sind für Neues, Menschen, die sich nicht verstecken, ängstlich vor dem Fremden oder vor dem Ungewohnten, sondern die neugierig und mutig schauen, was der Strom und die Zeit daherbringen. In dem Sinn bin ich und bleibe ich ein Niederösterreicher an der Donau. Herzlichen Dank. Dem Würdigungspreisträger selbst können wir jetzt direkt keine Frage stellen, deshalb aber gleich die Frage an Sie, Frau Landeshauptfrau. In welcher Rolle hat Ihnen persönlich Josef Harder am besten gefallen? Hui, da gibt es ganz viele Rollen, wo er mir gefallen hat. In einer sicherlich als Kriminalbeamter Brenner in den Verfilmungen der Wolf-Haas-Krimis. Und ich glaube, da hat er diese Rolle unglaublich toll ausgefüllt und ich finde, er ist einfach ein ganz toller Schauspieler und vor allem unglaublich authentisch. Ich hatte das Vergnügen mit ihm, also wirklich auf ganz gemütliche Art und Weise
einen Kaffee zu trinken und zu plaudern, wo er da aus der Kindheit erzählt hat. Ich kenne, also sage jetzt einmal, die Langfassung, wenn ich das so salopp sagen darf, aufgrund unseres wunderbaren Gespräches und weil der Bischof Alois Schwarz da ist. Er hat gesagt, was ihn unglaublich geprägt hat, war seine Zeit im Stiftsgymnasium in Melk, wo eigentlich die Grundlage dafür gelegt worden ist. Und ich finde ihn einfach einen ganz tollen Künstler und ich finde ihn einfach witzig. Und er steht einfach auch zu Niederösterreich und er ist einfach authentisch und man kann nur sagen, ein toller Mensch und er ist es wert, diesen unglaublich schönen Würdigungspreis auch zu erhalten. Und wir dürfen von dieser Stelle auch gratulieren und es tut ihm wirklich leid, dass er nicht hier ist, aber ich bin fest davon überzeugt, er ist gedanklich bei uns und wir schicken ihm einfach herzliche Gratulation. Die schicken wir auch noch einmal an alle Preisträgerinnen und Preisträger in dieser Kategorie. Sehr geehrte Landeshauptfrau, Sie haben es richtig erkannt. Wir bitten Sie wieder Platz zu nehmen und freuen uns, wenn wir Sie später wieder zu uns auf die Bühne bitten dürfen. Meine Damen und Herren, wir machen nämlich jetzt auch gleich die Bühne frei und machen hier Platz für einen, der die Puppen tanzen lässt und auf die Oper pfeift. Puppenspieler, Puppenpower, Schauspieler, Musiktheaterregisseur, Kunstpfeifer, Stimmenimitator. Sein künstlerisches Schaffen könnte nicht eindrucksvoller sein. Man kann sich auch aktuell gerade am Landestheater Niederösterreich gleich in mehreren Produktionen davon überzeugen. Er erweckt Puppen zum Leben, schenkt ihnen eine Seele, oftmals abstrakt, meistens aber erschreckend menschlich. Dass wir ihn heute Abend hier als Gastredner begrüßen dürfen, freut uns wirklich sehr. Hier kommt Nikolaus Habian. Sehr geehrte Damen und Herren, dass ich Ihnen heute zum Thema die Aufgabe von Kunst und Kultur in Zeiten gesellschaftlicher Veränderung sprechen darf, freut mich. Freut mich sogar sehr, denn es gab Zeiten in Österreich, in denen offene, ehrliche und kritische Worte verboten waren, bestraft wurden und sogar den Kopf kosten konnten. Wenn wir nach Deutschland schauen, können wir hören, dass ein Herr Gauland von der AfD bei einer Pressekonferenz am 28. Oktober auf Björn Höcke angesprochen wurde, sagte: Sie wissen, dass bei uns die Meinungsfreiheit in manchen Dingen für mich zu weit geht. Ich bin froh, in einem Land leben und arbeiten zu können, das die Freiheit des gesprochenen und geschriebenen Wortes hochhält und diese Freiheit in der Verfassung auch garantiert. Das alles ist nicht selbstverständlich. Das alles ist uns nicht in den Schoß gefallen. Dafür haben viele Menschen gekämpft. Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung, darunter sicher auch einige Dichterinnen und Dichter, Malerinnen und Maler, Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker sowie Bildhauerinnen und Bildhauer. Friedrich Schiller legt in seinem Gedicht Die Künstler den Kulturarbeitern eine große Verantwortung auf die Schultern. Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie. Sie singt mit euch wird sie sich heben. Große Worte. Passen die noch in unsere Zeit? Wenn man mit offenen Augen durch unsere Zeit geht, fällt auf, dass die Verbindung zwischen den Zeiten, die Tür zwischen dem Heute und dem Morgen und dem Gestern nicht gut geölt ist. Sie knarrt und quietscht, geht nicht mehr wirklich auf. Jugendliche wissen wenig von den Alten, die Alten kümmern sich nicht um die Probleme der Jungen und die Jungen wissen nicht, was sie in den nächsten Jahren noch alles erwartet. Als ich vor rund 8 Jahren die medizinischen Experimente eines Dr. Heinrich Gross auf die Bühne bringen wollte und bei den Recherchen auf sein Opfer Friedrich Zavril traf, wurde ich auch getroffen. Getroffen von der Erkenntnis, wenig bis nichts von dieser Zeit zu wissen. Jahreszahlen, Statistiken, ja, das haben wir gelernt in der Schule. Aber was wirklich in Österreich von 1938 bis 1945 abging, das erfuhren wir in der Schule nicht oder kaum. Wir erfuhren nicht, dass sehr viele Österreicher in führenden Positionen im Naziregime an der planmäßigen Ermordung von Juden und Regimegegnern beteiligt waren.
und dann in der Zweiten Republik wieder an den Schalthebeln der Macht saßen. Wir erfuhren aber auch nicht, dass es in Österreich organisierten Widerstand gegen Hitler gab. Ich saß einem alten Mann gegenüber, der mich anlächelte und mich anhielt, ihn doch zu fragen. Meine Hemmung, ihn über diese Zeit zu interviewen, die für ihn so schrecklich war, schwand allmählich und er begann zu erzählen. Er erzählte über das schwere Leben seiner Mutter, die mit wenig Geld den großen Hunger ihrer Kinder zu stillen versuchte, über die Delogierung, die die Familie zerriss, von der Kinderübernahmestelle und den Kinderheimen und von der Gewalt, die dem Elektriker Herrn Schwarz angetan wurde, weil er Jude war. Es ist Friedrich Zavril gelungen, mit Hilfe des wunderbaren Dr. Werner Vogt den in der österreichischen Justiz bestens verankerten und vielbeschäftigten Gerichtsgutachter Dr. Heinrich Gross als Kindermörder zu entlarven. Friedrich Zavril kämpfte um die offizielle Bestattung aller Präparate, die Dr. Heinrich Gross von seinen Opfern angefertigt hatte. Nach 60 Jahren wurde das, was von den Opfern übrig geblieben war, 2002 am Wiener Zentralfriedhof bestattet. Friedrich Zavril erzählte die Geschichte seines Lebens vielen Schülerinnen und Schülern direkt, ohne Vorwurf, ohne Besserwisserei. Gebannt hörten sie ihm zu. Er wollte den Jugendlichen zeigen, dass es auch anders geht, dass jeder Mensch respektvoll zu behandeln sei und dass man wachsam bleiben müsse gegen Hass, Neid und Gleichgültigkeit. Es ist geschehen und es geschieht nach wie vor. Und es wird weiter geschehen, wenn nichts dagegen geschieht, sagt Erich Fried in seinem Gedicht »Was geschieht?« Mit Angst erfahre ich, dass menschenverachtendes, rassistisches und geschmackloses Liedgut, gesammelt in Liederbüchern von deutschnationalen Burschenschaften und auch von katholischen Kartellverbänden, heute noch in Kellern und auf Buden, in der Steiermark, in Wien und Niederösterreich bierselig gegrölt wird und dass das keine oder kaum Konsequenzen nach sich zieht. Wird man das vielleicht morgen schon wieder auf der Straße hören? Und es wird weiter geschehen, wenn nichts dagegen geschieht. Im Oktober des heurigen Jahres veröffentlichte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein Urteil gegen die Republik Österreich. Weil die österreichische Justiz den guten Ruf eines ehemaligen Häftlings des KZ Mauthausens nicht schützen konnte oder wollte. In dem Text hatte Fred Duswald in dem rechtsextremen Monatsmagazin Die Aula die im Jahr 1945 befreiten Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen als Landplage und Massenmörder bezeichnend, die plündernd durchs Land gezogen seien, so der Standard vom 10. Oktober 2019. Weiter im Standard. Der Fall sorgte bereits im Dezember 2015 für Empörung, weil die Staatsanwaltschaft Graz das strafrechtliche Verfahren gegen den Autor eingestellt hatte. Die zuständige Staatsanwältin begründete das damit, dass es nachvollziehbar sei, dass die 1945 befreiten Häftlinge aus dem KZ Mauthausen eine Belästigung für die Bevölkerung darstellten. In der Februarausgabe 2016 der Aula berichtete derselbe Autor über die Einstellung des Strafverfahrens und wiederholte seine Diffamierung aus dem Jahr 2015 wortwörtlich. Daraufhin brachte der heute 96-jährige Holocaust-Überlebende Abba Levit gemeinsam mit 9 anderen Überlebenden, die alle in Konzentrationslagern inhaftiert gewesen waren, wegen dieses Artikels einen Antrag nach Mediengesetz gegen die Aula und ihren Autor ein. Dem rechtsextremen Blatt wurde üble Nachrede und Beleidigung vorgeworfen. Im medienrechtlichen Verfahren entschied das Oberlandesgericht Graz jedoch wieder gegen die Interessen der überlebenden KZ-Häftlinge. Levit zog dagegen als alleiniger Beschwerdeführer mit Unterstützung der Grünen vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nun ist es da, das Urteil. Österreich ist verurteilt und muss Strafe und Verfahrenskosten bezahlen. Wem ist... Ja. Wem ist daran gelegen, die Opfer von damals noch immer zu verleumden und schlecht zu reden? Wer hat Angst vor der Wahrheit und vor der Verantwortung, die man für das Geschehene übernehmen müsste? Für viele sind Flüchtlinge und Immigranten Feindbilder.
Die Angst vor einem großen Bevölkerungsaustausch wird geschürt. Keiner oder wenige kommen auf die Idee zu erklären, warum die Menschen bereit sind, alles, sogar ihr Leben zu riskieren, um in sichere Europa zu kommen. Da gibt es Landesräte, die den Traum eines mit Stacheldraht umzäunten, von Hunden bewachten und mit Kameras bewachten Lagers träumen, um darin minderjährige Flüchtlinge festzuhalten. Nach zahlreichen Protesten wurde das Heim in Drassenhofen endlich geschlossen. 600.000 Euro Steuergeld bekommt nun der Landesrat Gottfried Waldhäusl weiterhin für Securities, um Flüchtlingsquartiere nächtens zu bewachen. In einer Anfragebeantwortung im April des heurigen Jahres an den Niederösterreichischen Landtag erklärte Waldhäusl: Der gegenständlichen Maßnahme liegen keine polizeistaatlichen Daten, sondern vielmehr sicherheitspräventive Überlegungen zugrunde. Betroffen werden von dieser Maßnahme Quartiere sein, in denen sonderbetreuungsbedürftige Personen untergebracht werden. Die Macht der Sprache. Was ist sonderbetreuungsbedürftig? Wer garantiert, dass aus einer Sonderbetreuung keine Sonderbehandlung wird? Produziert Sprache Bewusstsein oder Bewusstsein Sprache, fragt sich der Autor Werner Schwab. Ein unbedachtes Wort vom US-Rückzug des amerikanischen Präsidenten löst im syrisch-türkischen Grenzgebiet eine Kettenreaktion aus, die wieder hunderttausende Menschen in Bewegung setzt. Die US-Soldaten schützen nun auf Geheiß ihres Präsidenten Ölquellen. Dieser Präsident, der nur sein Land wieder groß machen will, hat viele Bewunderer, auch in Österreich. Was aber kann nun die Kunst bewirken? Viel. 1961 hielten Karl Merz und Helmut Qualtinger mit ihrem Stück Der Herr Karl den Österreichern und Österreicherinnen einen kristallklaren Spiegel vor das Gesicht. Keiner wollte sich darin anschauen. Morddrohungen an die Autoren war die Antwort. 1997 strahlte der ORF die Staatsoperette von Franz Nowotny und Otto M. Zickern aus. In dieser Operette wurden die tragischen Entwicklungen in der Ersten Republik thematisiert. Ein Aufschrei ging durch das Land. Die lang schwerende Eiterbeule des Nicht-darüber-reden-wollens drohte aufzubrechen. Man fragte sich im Club 2, ob die Autoren einen Kirchenkampf wollen. 1988, genau vor 31 Jahren und 4 Tagen, fand im Burgtheater die Uraufführung eines Theaterstückes von Thomas Bernhard statt, Heldenplatz. Vor der Uraufführung machten die Medien bereits Druck auf den damaligen Burgtheaterdirektor Klaus Peimann. Die kleine Zeitung Graz zum 30. Jahr Jubiläum der Heldenplatzpremiere am Burgtheater. Die Politik spielte mit, anstatt zu beruhigen. Der damalige Vizekanzler Alois Mock wünschte sich, dass die Verantwortlichen nicht versagen. Und zwar nicht für ein Aufführungsverbot, war er nicht, sah aber allerdings nicht ein, weshalb eine globale Beschimpfung Österreichs auch noch mit Steuergeldern finanziert wird. Ex-Kanzler Bruno Kreisky sagte, das darf man sich nicht gefallen lassen. Er meldete sich ebenso zu Wort wie Bundespräsident Kurt Waldheim, eine grobe Beleidigung des österreichischen Volkes. Der damalige FPÖ-Bundesparteiobmann Jörg Haider missbrauchte ein Zitat Karl Kraus: Hinaus mit diesem Schuft aus Wien. Niederösterreichs Landeshauptmann Siegfried Ludwig sprach sich für ein Verbot der Aufführung aus. Die Vereinten Grünen Österreichs forderten die Absetzung von Peimann als Direktor. Unterrichtsministerin Hilde Havlicek hielt dagegen und erklärte, was am Burgtheater aufgeführt werde, sei Sache des Direktors und es werde keine Zensur geben. Das Stück wurde trotz Störversuchen, auch Ex-Vizekanzler H.C. Strache protestierte damals lautstark von den Rängen, zu Ende gespielt. Heftig bejubelt und wurde zu einem Erfolgsstück, das über 120 Mal aufgeführt wurde. Elfriede Jelinek, die für ihre engagierte Wortkunst 2004 den Nobelpreis verliehen bekam, bezog oft zum aktuellen Geschehen in unserem Land Stellung. Sie wurde als Nestbeschmutzerin bezeichnet. Sie war und ist aber eine Kassandra, die mahnt. Sie mahnt vor Zeiten vielleicht wie diesen. Ihr neues Stück Schwarzwasser nimmt auf das, was auf Ibiza geschehen ist, Bezug. Kunst bewegt und regt auf. Kunst sensibilisiert und fordert heraus. Kunst provoziert Menschen,
um in ihnen Gefühle und Gedanken zu produzieren. Kunst bringt Menschen weiter im Denken, Fühlen und Handeln. Doch die Kunst darf sich nicht nur im sicheren Rahmen der Hochkultur bewegen, sie muss auch hinaus zu den Menschen gehen und für Humanismus, Menschenrechte und vor allem Menschenwürde kämpfen. Vielen Dank. Thank you.
Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Das ist ein wunderschönes Zitat von Victor Hugo. Ja, und bevor wir in die nächste Kategorie eintauchen, ein ganz großes Dankeschön an die Musikerinnen und Musiker, die uns für einige Momente heute Abend in ihre ganz eigenen Klangwelten entführen. Danke an Velvet Elevator und an die Solistin und Intendantin des Festivals Wellenklänge Lunds am See, Julia Lachersdorfer, von der wir Denske Fels hörten. Und vielen Dank auch an Heinz Fallmann und Martin Pack, die für die Arrangements und die Kompositionen heute Abend sorgen. Ja, und wie das zustande kommt, was wir heute schon den ganzen Abend hören, das sehen wir jetzt. Freuen wir uns auf K19, die Musik. Musik liegt ganz eindeutig in der Luft und deshalb kommen wir jetzt zur Kategorie. Wie könnte es auch anders sein? Musik. Und hier sind die Preisträgerinnen und Preisträger in dieser Kategorie. Wir dürfen nun Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner wieder zu uns auf die Bühne bitten, um die Preisträgerinnen und Preisträger in dieser und in den nächsten Kategorien zu ehren. Bitte schön. Wir freuen uns auf den ersten Anerkennungspreisträger in dieser Kategorie, Clemens Wenger. Den zweiten Anerkennungspreis in der Kategorie Musik erhält Lukas Haselberg. Meine Damen und Herren, der Würdigungspreis in der Kategorie Musik 2019 geht an einen großen Koordinator und Musikbegeisterten der ersten Stunde. Wir bitten Gottfried Zawichowski zu uns, seine Trophäe entgegenzunehmen. Herzliche Gratulation. Eine Frage. Sie haben vor vielen Jahren mit Musik aktuell ein wegweisendes Fördermodell ins Leben gerufen. Wie steht es mit zeitgenössischer Musik heute? Die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Es kann nicht so schlecht sein, wenn die zeitgenössische, die heutige Musik es sogar bis in eine Galaveranstaltung des Landes Niederösterreich schafft. Ich gebe diesen Preis symbolisch den Kollegen da drüben und ihr seid die Stars des Abends. Ich würde diesen Preis gerne einer Person widmen, die da oben sitzt. Sie ist im 94. Lebensjahr und ist mein Vater.
Er hat das Nazi-Regime knapp überlebt und hat in den 50er und 60er Jahren zu jenen Lehrerpersönlichkeiten gehört, die unser Land kulturell durch Kirchenchorleitung, Gesangsvereinschorleitung, durch Singen in der Schule wieder aufgebaut haben, sodass wir das genießen können, was wir heute hier haben. Wir brauchen keine Laptop-Klassen, jeder hat ein Laptop zu Hause. Wir brauchen Singklassen und Lehrer mit dem Herz am richtigen Fleck. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ganz herzliche Gratulation auch noch einmal von uns. Wir dürfen Sie bitten, Ihre Plätze wieder einzunehmen. Vielen Dank. Dankeschön. Die regionale Kultur in Niederösterreich zu fördern und miteinander zu leben, dafür steht die nächste Kategorie: Volkskultur und Kulturinitiative. Hier sind die Preisträgerinnen und Preisträger 2019 in dieser Kategorie. Wir dürfen auch nun die Sponsoren in dieser Kategorie zu uns auf die Bühne bitten. Martin Hauer von der Raiffeisen Holding sowie Stefan Krenn von der Novomatic AG. Der erste Anerkennungspreis in dieser Kategorie geht an Subetage. Wir bitten Stefanie Thor und Johannes Bode zu uns auf die Bühne. Den zweiten Anerkennungspreis in der Kategorie Volkskultur und Kulturinitiative erhält Dultaler Sängerrunde, vertreten durch Josef Fauster und Ferdinand Schenkermeier. Und der Würdigungspreis in der Kategorie Volkskultur und Kulturinitiative geht an den künstlerischen Leiter des Vereins Symposion Linderbrunn. Wir freuen uns auf Kurt Weckl. Ganz herzliche Gratulation zu Ihrem Preis. Danke sehr. Sie haben dem Symposium Linderbrunn nach 30 Jahren steinbildhauerischer Arbeit eine vollkommen neue Ausrichtung gegeben. Wie sehr würden Sie sagen, nimmt auch die Bevölkerung vor Ort Anteil an der künstlerischen Produktion in Linderbrunn? Ja, gute Frage. Das Symposium ist eigentlich von Steinbildhauern, also eigentlich dem Professor Matthias Hitz, gegründet worden, aber mit einer visionären Absicht. Es war nicht nur die Steinbildhauerei,
sondern er war damals für diese Zeit eigentlich schon führend darin, dass im Kollektiv gearbeitet wird. Also diese ganzen großen Skulpturen wären nicht möglich gewesen, wenn das Einzelkünstler gemacht hätten. Das nächste war, dass er für die Gemeinde zum Beispiel das Kommunikationszentrum errichtet hat und ihnen ein Symbol gegeben hat, das Tor der Erkenntnis. Also hier auf die Bevölkerung zuzugehen, ist ein Teil eigentlich einer hochaktuellen, jetzt gültigen Kunstrichtung, dem partizipatorischen oder sozial relevanten Kunst. Und genau in dem Bereich können wir das weiter fortsetzen, so wir das, so wir die Möglichkeit haben, sagen wir so. Okay. Weiterhin. Herzlichen Dankeschön. Dank. Herzliche Gratulation. Wir dürfen Sie bitten, Ihre Plätze wieder einzunehmen. Auch 2019 wird wieder ein Sonderpreis vergeben. Dieses Jahr hat der Niederösterreichische Kultursenat sich für die Kategorie Literaturinitiative entschieden. Literatur findet ja längst nicht nur mehr zwischen zwei Buchdeckeln oder im digitalen Leserahmen statt. Die lebendige Vermittlung der Sprachkunst in all ihren Facetten, die ist wichtig. Und dadurch springt der Funke auf uns, das Publikum, über. Und wie innovativ und kreativ heimische Literaturinitiativen sein können, davon können wir uns jetzt überzeugen. Hier sind die Preisträgerinnen und Preisträger in der Kategorie Literaturinitiative. Der erste Anerkennungspreis in der Kategorie Literaturinitiative geht an Schreibwerkstatt Waldviertel. Wir bitten Robert Kraner und Robert Schindl zu uns auf die Bühne. Den zweiten Anerkennungspreis erhält das Kinderbuchhaus im Schneiderhäusl, vertreten durch Renate Habinger. Und der Würdigungspreis in der Kategorie Literaturinitiative geht an Podium. Wir bitten Barbara Neuwirth und Nils Jensen zu uns auf die Bühne. Herzliche Gratulation. Ich habe eine Frage. Ich gehe mal zwischen Sie beide. Eine Frage. Welchen Stellenwert haben literarische Vereinigungen heutzutage, insbesondere für junge Künstlerinnen und Künstler? Genauso einen Stellenwert wie früher. Es ist einfach eine wichtige Sache, dass man Leute zusammenkriegt, die dann schreiben, also schon eine gewisse Erfahrung haben mit dem Schreiben und dann beisammen sind. Und vor allem machen diese Vereine ja auch Lesungen. Und das ist das Wichtige. Vielen Dank. Bitte gern.
Frau Neuwirth, welche Rolle spielen dabei die Publikationen, die Sie herausgeben? Ja, wenn der Text mal fertig ist, ist nur die erste Hürde überwunden. Dann muss dieser Text auch dem Publikum präsentiert werden. Und Lesungen sind eine sehr intime Form, wo man bei Autoren und Autorinnenlesungen auch wirklich sehen kann, wer hat geschrieben, wie wird das präsentiert, aber es ist ein flüchtiges Medium. Und das Buch ist seit Jahrhunderten die optimale Präsentationsform der Literatur. Bücher sind schön, sie sind nachhaltig, sie schaffen die Möglichkeit, immer wieder auf Literatur zuzugreifen. Und aufs Buch können wir nicht verzichten in dieser Welt. Vielen Dank. Danke. Nochmals herzliche Gratulation und nun dürfen wir Sie bitten, wieder Ihre Plätze einzunehmen. Vielen Dank. Danke. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Landeshauptin Johanna Mikl-Leitner, damit sind wir bereits in der finalen Kategorie angekommen. Medienkunst. Die neue Landesgalerie Niederösterreich hat ja für die Eröffnungsausstellung eine außerordentliche, spannende virtuelle Kunstprojektion umgesetzt, dem dann auch gleich auf der Donau-Universität eine eigene Tagung gewidmet wurde. Gerade in diesem Bereich gibt es ja viele experimentelle, spannende Zugänge und Niederösterreich ist vorne dabei. Und hier sind die Preisträgerinnen und Preisträger in dieser Kategorie. Der erste Anerkennungspreis in der Kategorie Medienkunst geht an Christine Schörkuber. Wir freuen uns auf die zweite Anerkennungspreisträgerin Sabine Meyer. Und damit kommen wir auch schon zum finalen Würdigungspreis 2019. Sie verstehen sich als offenes Netzwerk. Ihr Tätigkeitsfeld umfasst einige verschiedene Aspekte, wie wir bereits sehen konnten. In der Kategorie Medienkunst bitten wir Andreas Sodomka und Martin Breindl von Alien Productions zu uns auf die Bühne. Ganz herzliche Gratulation den Preisträgerinnen und Preisträgern. Meine Frage an Sie, Medienkunst orientiert sich ja ganz stark auch an technischen Entwicklungen. Welche Zukunftsweisenden sind da für Sie besonders spannend momentan? Also wie wir begonnen haben, Medienkunst zu betreiben, war Technologie das Thema oder eines der wichtigsten Themen in der Medienkunst. Heute ist es anders. Jeder hat Technologie. Heute kann jeder mit Technologie umgehen. Es ist sehr viel einfacher geworden, man kann sehr viel mehr bewirken. Das heißt, heute ist es auch sehr wichtig, dass sich Medienkunst mit Umwelt, Politik, Gesellschaft und den Menschen beschäftigt. Und wenn sich Künstlerinnen da nicht eingemischt hätten in technologische frühe Erfindungen,
hätten wir vielleicht heute ein anderes Medienkunstbild. Herzlichen Dank. Herzliche Gratulation nochmals allen Preisträgerinnen und Preisträgern. Wir dürfen Sie bitten, Ihre Plätze wieder einzunehmen. Ja, das war sie nun, die achte und somit letzte Kategorie der Niederösterreichischen Kulturpreise 2019. Ein reges Treiben hier bei uns auf der Bühne. Frau Landeshauptfrau, was haben Sie mitgenommen von diesem Abend? Also eine unglaubliche Begeisterung und vor allem eine unglaubliche Motivation, dass wir im Bereich der Kulturpolitik weitermachen. Und ich glaube, hier ist ein guter Boden gelegt, vor allem mit unseren Schulen, mit unseren Musikschulen, die wir jetzt mit unseren Kreativschulen vernetzen, wo die Kleinen und Kleinsten bereits die Möglichkeit haben, hineinzuschnuppern in Schauspiel, Literatur oder Schmiedekunst. Und wir haben natürlich auch ein unglaublich schönes Dach mit der Kulturregion Niederösterreich und natürlich mit allen Preisträgern einfach unglaublich tolle Vorbilder, tolle Künstlerinnen und Künstler. Und ich hoffe, wenn Sie so motiviert und so begeistert von hier, von St. Pölten, vom Festspielhaus weggehen, dann ist mir nicht bange, dass wir noch viel von Ihnen hören werden, dass Sie uns vor allem mit Ihrer Kunst, egal ob Musik, Literatur, Medienkunst, egal, dann werden Sie uns unglaublich viel Freude bereiten. Es war heute Ihr Abend und ich hoffe, Sie haben einfach ein wenig gespürt, unsere Wertschätzung und unseren Respekt gegenüber Ihnen, und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr bei unserer Kulturpreisgala. Ich wünsche Ihnen und uns einfach einen unglaublich schönen und vor allem auch unvergesslichen Abend. Herzliche Gratulation. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Landeshauptfrau Johanna Mickleiter. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Sogleich wir Sie aber wieder zum letzten Mal begrüßen dürfen hier oben, denn am Ende dürfen alle Preisträgerinnen und Preisträger gemeinsam mit Ihnen ein Foto machen. Lieber Markus, wir sind jetzt fast am Ende dieser Verleihung der Niederösterreichischen Kulturpreise 2019 angelangt. Aber das Fest der Kultur ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Keineswegs, denn als Abschluss bittet Landeshauptfrau Johanna Mickleiter noch zu einem Empfang hier in diesem wunderschönen Festspielhaus St. Pölten. Und an dieser Stelle gleich ein ganz großes Dankeschön an alle aus dem Festspielhaus, die an diesem Abend mitgewirkt haben. Vielen Dank an den Medienpartner ORF Niederösterreich und die Niederösterreichischen Nachrichten. Der heutige Abend hat auch wieder gezeigt, wie sehr hier in Niederösterreich auf das Format Dialog gesetzt wird. Zwischen Kunstschaffenden über die Landesgrenzen hinaus und natürlich auch mit Ihnen, dem Publikum. Und deswegen möchten wir uns auch bei Ihnen, geschätzte Damen und Herren, auch für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Und wollen Ihnen, bevor die Veranstaltung vorbei ist, noch einen kleinen Blick mitgeben in die Zukunft. Wie geht es mit der Kulturszene in Niederösterreich weiter? 2020 heißt es. 20 Jahre Weltkulturerbe Wachau, 200 Jahre Landestheater, der Geburtstag, wir haben es schon gehört, von Ludwig van Beethoven, jährt sich zum 250. Mal. Und es gibt eine diamantene Hochzeit zu feiern, nämlich 60 Jahre Kulturpreise. Und das heißt auch, dass wir uns jetzt schon auf die Kulturpreisgala 2020 freuen dürfen. Auf jeden Fall. Wir laden Sie alle gern dazu ein, die Homepage noe.gv.at/k19 zu besuchen. Und die wird heute um 21 Uhr aktualisiert und online gestellt. Und dann werden alle Informationen der heutigen Preisträgerinnen und Preisträger dort zu finden sein. Ja, und jetzt, wo der ganze offizielle Teil so ein bisschen vorbei ist, Markus, hast du ein Handy eingesteckt? Ein Handy? Ja, ein Handy. Ich würde nämlich echt gern ein Selfie machen. Ein Selfie? Ja, ein Selfie. Okay, warte, Handy habe ich. Aber mit allen. Mit allen? Mit allen? Mit allen. Also, okay. Sind Sie bereit? Dann möchte ich aber eines machen, was ich noch nie gemacht habe, nämlich ich bitte die Regie um ein Saallicht. Okay, dann bitte ich dich jetzt um die Selfie-Pose. Mache ich, what?
Wie bei den Oscars. Sie können kurz die gedrückten Daumen loslassen und ganz entspannt in die Kamera lächeln. Aber lächeln bitte. Aber lächeln wäre gut. So, eins, zwei. Man sieht sogar schon. Und lächeln. Hervorragend. Vielen Dank. Das geht noch einen Ticken professioneller, auch wenn der Markus das wirklich schon gut drauf hat. Der ein oder die andere hat das vielleicht schon gesehen. Draußen im Foyer gibt es einen Selfie-Corner, eine Fotomöglichkeit. Nützen Sie diese, machen Sie dort Fotos, posten Sie diese unter dem Hashtag K19. Also wir beide, die Caroline und ich, werden das auf jeden Fall tun. Wir wünschen Ihnen heute Abend noch spannende Begegnungen. Flanieren Sie im Festspielhaus umher und genießen Sie den Moment. Und das eine oder andere Glas Wein. Ja, das machen wir dann auch. Erfreuen Sie sich auch an den musikalischen Klängen der niederösterreichischen Jazzformation On Beat. Und zur Erinnerung nach der Landeshymne bitten wir alle Preisträgerinnen und Preisträger noch einmal für ein Gruppenfoto auf die Bühne. Nun aber dürfen wir uns auf die niederösterreichische Landeshymne mit einem Präludium von Velvet Elevator freuen. Schön, dass wir mit Ihnen diesen Abend verbringen durften. Deswegen würde ich vorschlagen, lassen wir die niederösterreichischen Kulturpreise 2019 gemeinsam ausklingen. Dankeschön. Dankeschön.